Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Meine kleine Maus ist heute auch wieder dabei. Hallo. Hallo. Heute geht's um, was geht, machen wir heute? Irgendetwas mit Spargel. Mit Spargel, gell? Frühling ist da, Spargel ist da. Bärlauch haben wir ja versäumt, da konnte ich leider noch kein Video machen, weil da ist mir noch nicht so gut gegangen. Aber Spargel machen wir heute. So, da haben wir unseren Spargel. Schauen wir mal, Überraschungspaket. Da ist der weiße, da ist der grüne. Wichtig ist, wenn ihr den Spargel zu kauft und lagern wollt, nass einwickeln. Darum ist er da in einem Tuch drinnen. Das ist nicht, ist keine kein Zauberspargel, so wie wir gemeint haben. Gell? Wir haben den nur nass zugedeckt, damit er eben schön bleibt. Den können wir aber schon auspacken. Beide. Wir haben einen weißen und einen grünen Spargel. Weißt du den Unterschied von denen? Der grüne Spargel wächst an der Erdoberfläche, genau. Und der weiße unten. Also Beide Spargel zählen zum Nachtschattengewächs. Das heißt, sie sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und so Sachen. Bitterstoffe sind im weißen Spargel sehr stark vorhanden. Sie helfen sehr gut bei der Verdauung, was ich auch längst einmal gelesen habe. Der grüne Spargel ist eher der Gemüsespargel. So, der Spargel unterscheidet sich ja nicht nur durch die Farbe, sondern auch durch die Schale. Das heißt, der grüne Spargel, den schält man nur da unten ein paar Zentimeter ab. So, und schaut, dass der Schüler gescheit geht, aber das funktioniert anscheinend nicht. Geht einer? Ja, ein bisschen aufdrücken und flach aufs Brett direkt legen, weil dann kann er nicht brechen. Ganz unten ist egal, weil das schneiden wir dann eh noch weg. Was kann ich also brechen? Ungefähr so. Was kann ich brechen? Der Spargel, oder der Schäler? So schaut es her, dass der so unten die 5 cm geschält ist. Ich glaube, ich habe etwas. Dann haben wir den weißen Spargel. Den schälen wir von oben nach unten. Komplett von. Ihr habt da, schaut her, da fängt die Knospe an. Und ab da schälen wir den Spargel und schauen, dass da nichts mehr drauf ist, weil das ist nämlich bitter und unbekömmlich. Den müsst ihr wirklich schön schälen. Lieber ein bisschen langsamer, aber genau. Das war nett. Jetzt. Sehr. Dass da schön die Schale weg ist. Und immer aufpassen, dass nicht die Spitze wegschält. Das ist nämlich das Gute an dem ganzen Spargel. So, nachdem wir den Spargel jetzt noch fertig haben, stellen wir dann das Wasser zu und wir den Spargel drinnen kochen werden. Dieser Spargel, den ich schäle, der hat keinen Spargelkopf. Was soll ich jetzt damit machen? Na, das war schon so, kann passieren. Das ist der grüne Spargel. Für den Spargel braucht man wirklich nur unten die Dings ab. Aber hier schon. Ich glaube, der ist schlecht. Naja, dann schneiden wir das weg und fertig, passt auch. Ja, okay, Messer. So, man kann das Wasser zustellen. So, in das Wasser kommt jetzt etwas Salz. Zucker. Und eine Zitrone. Gib meine Tochter rein. Den Saft einfach reinpressen und dann kann man die Schale auch mitkochen. Einfach geht schon reinschmeißen und fertig. Perfekt. So. Also ist beides. Beide, ja? Du hast gesagt nein. Beide. Nein, eine ganze Zitrone habe ich gesagt. Du hast eine Hälfte. So, dann geben wir die Kartoffeln in einen Topf. Die Hälfte. Halbe, nicht alle. Spanne. So, passt schon genug. Die Hälfte in den Kühlschrank. Wasser drauf. Schauen wir da hinten hin, einschalten. Ja, genau der falsche. So. Zu Kartoffeln kann man auch Salz. So mal so einstellen. Das Salz, dort der Hals.
Was? Und das lassen wir jetzt auch kochen. Deckel drauf. Ist okay. So, und Spargel machen wir auch zu. Spargelwasser. Kochen. Wo ist der? Ich habe nichts genommen. Schau, ein Spargel schneidet da hinten, das ist holzig. Schaut her, das da ist holzig, das schneiden wir ungefähr so einen Daumen dick weg. Schaut her, so. Runter. Da ist ein Faden drauf gewesen. Das kann man so zusammenlegen, schau, und so mal kleid oder so. Die Abschnitte kann man ja aufheben. Schau, das ist dein Spargelschälen. Das warst du. Ich habe einen grünen Spargel geschält. So. Das Wasser dann kocht, geben wir den ins kochende Glas. Da ist einer gebrochen, das macht aber nichts. Perfekt. So, haben wir den Spargel. Was ich vergessen habe, beim weißen Spargel kann man ein Weißbrot oder so eine Semmel dazugeben, leicht aufbrechen. Warum? Weil die Semmeln nehmen die Bitterstoffe aus dem Spargel. Also, dass er nicht zu stark bitter ist. So, lassen wir dann mal umdrehen, je nachdem, das geht eh von selber. So, und dann machen wir noch die Kotelette. Darfst du klopfen, aber nicht zu stark, also nicht durch, nicht ein Blatt Papier draus machen, sondern nur leicht klopfen. Schade. Genau. Dann tun wir die salzen. Genau, die Kamera geschaut. Genug. Boah, die kann ja auch zwei auf einmal. Sie ist schon tot. Danke. Pfeffer. Als wüsste ich das nicht. Na ja, einfach. So, daneben. Das Fleisch sollte sein, so, das Spargelwasser kocht. Dann kochen wir gleich mal den weißen Spargel. Braucht ungefähr 20 Minuten. So, der Spargel kocht noch. In der Zwischenzeit habe ich eine Pfanne aufgestellt. Die lassen wir heiß werden für die Grillkotelette. Dann geben wir etwas Öl hinein. Der erste Spargel ist fertig. Dann geben wir jetzt aus dem Wasser raus. Aber noch nicht fertig. Oh ja, schon schön. Er soll dann nicht zu weich sein. Wenn er dann noch mal warm machen müssen. So, schaut ja schön. Weiße Spargel fertig. Das Wasser können wir aber wieder weiter verwenden, weil wir machen dann den grünen Spargel auch noch. Nur der Unterschied ist, ich nehme da das Semmel raus oder das, was davon noch übrig ist. Schmeißen wir weg. Und da kommt jetzt der grüne Spargel rein. Auch ungefähr 20 Minuten. Schon mal reindrücken können.
Der ist hier ein bisschen nicht so starr wie der weiße. Ja, ein bisschen schön Wasser einkriegen. So, schaut's her. So, braucht auch ungefähr 20 Minuten. Mit der Decke drauf. Und geht schon. In der Zwischenzeit ist unsere Pfanne heiß. Wenn wir die Kotelette rein. Die weißen Spargel nehmen wir weg. So, die Kotelette mal schön anbraten. Eine schöne Farbe kriegen. Umdrehen. Schön goldig zu ziehen. So. Eine Kartoffel, schauen wir, ob die schon weich sind. Ja, das schaffst du das. Ja. Die werden wir einfach nur abteilen. Die lassen wir die Schale dran. So, sind wir so weg. Noch eine kalte Tasse drauf. Zählen wir das komplett ab. Dann können wir das Becken dazu in den Topf lassen. Dann stellen wir das wieder hinten zu. Ich gebe ein Stück Butter dazu. Das Ganze schmelzen. Dann die Kartoffeln ganz rein. Und nicht ein Püree haben. So, zu den Kartoffeln habe ich jetzt ein Petersilie dazu geben. Mischen wir einmal durch und dann ist das fertig. So schaut es ja, so schauen wir dann aus. Seht ihr das? Ist schon. Ich bin fertig. Das ist genommen, sind schon die zweiten. So, der grüne Spargel ist auch fertig. Ich habe auch das kalte Wasser hergerichtet. Mal da auch ausschöpfen. Ja. Dann noch da rein. Ja. Spargelwasser heben wir auf, da können wir eine Suppe draus machen. So, dann richten wir an. Wenn der Spargel zu groß ist, könnt ihr jetzt so schauen, machen wir das so. Halbieren. Dann so. So, dann den grünen. Dann so drauf. Auch zu groß. So, dann haben wir da die Kartoffeln. Zwei. Fünf Kartoffeln drauf. Und dann haben wir da die frisch gebratenen Koteletten. Gehen wir da so drauf. Gut. Das war's wieder von mir. Das war's wieder von meiner Seite. Das war wieder mal ein Gericht mit Spargel, was eben der Saison entspricht. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Viel Spaß beim Nachkochen. Viel Spaß beim Anschauen meines Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Und ein Abo würde mich sehr freuen. Danke, tschüss euch, schönes Wochenende.